10 Jahre später äußert sich Jünger in einem Postskriptum zu Pierre Lavelle, den von den Besatzern 1942 eingesetzten Ministerpräsidenten der Pétain-Regierung. Klar übergeht den Passus zunächst. Noch zu ihrem strengen Urteil über Lavelle, schreibt Jünger. Sie teilen es mit Mitterrand, der auch sein Missfallen über Lavelle ausdrückte, als ich ihm erzählte, dass er hier in Wilfling gewohnt hat und dass seine Gattin hier Besucherin war. Das ist interessant, wenn man heute weiß, dass Mitterrand auch unter den Kollaborateuren, also nicht immer so eine astreine Sozialistenweste anhatte. Natürlich haben sie recht, aber die Schatten genügen nicht zur Beurteilung. Mir sind ähnliche Sprüche Pétains aus den Akten des Majestic auch im Hotel bekannt, die ich aber nicht notiert habe. Das berührt ein allgemeines Kreuz der Historiker. Ich las gerade in dem Essay Sam Burfs, ein Literaturmensch, über die Marquise de Sévigné, dass diese anlässlich eines Bauernaufstandes ziemlich kaltblütig bemerkt, dass das Rädern jetzt aufgehört und den Köpfen gewichen sei. Bereits in seinem ersten Brief gibt Pla ein Selbstporträt. Mütterlicherseits aus der Picardie stammend, Picardie im Norden Frankreichs, der Obstgarten, nördlich von Paris. Durch den Vater aus dem Anjou und der Bourgogne habe er seine Jugend in Rouen in der Atmosphäre des Hafens verbracht. Er habe an Sorbonne, an École Normale Supérieure, studiert. Er habe über Gryphius promoviert, ein Buch über Angelus, den Jesus verfasst, den cherubinischen Wandersmann übersetzt und in diesem Jahre, 1950, halte er Vorlesungen über den deutschen Roman seit 1920. Hinzuzufügen ist, der 1920 in Dijon geborene ist von 1950 bis 1985 Ordinarius für deutsche Sprache und Literatur an der Freien Universität Brüssel, ab 1965 zugleich Professor für die Geschichte des Christentums, überdies Mitglied der Académie Royale de Belgique, Ritter der Ehrenlegion und Inhaber der Goethe-Medaille. Die Festschrift, die ihm 85 seine Schüler überreichen, sie enthält 27 Briefe Jüngers an Pla, ehrt den Linguisten, der das Deutsche als Hochsprache liebt und auch seinen Dialekten nachspürt, den Lehrer mit seinen intensiven Kontakten zu deutschen Autoren, der über nahezu alles liest und schreibt, schließlich den Übersetzer, der neben Ernst Jünger, unter anderem Schiller, Rahel Varnhagen überträgt, Hans Hennian, Marie-Louise Fleißer, Lou Andreas Salome Spengler und Armin Müller. Als privater Austausch zweier höchst unterschiedlicher Schreibtemperamente über Lektüren persönlicher Lebenserfahrung und Zeitgeschichte bietet der Briefwechsel mit seiner Fülle an Hinweisen auf Autoren, Verleger, Publizisten und Medien, besonders der französischen Literaturszene, aufschlussreichen Einblicke in das komplexe Rollenspiel eines Autors und seines Übersetzers. Dass in den Briefen manches wie nebenher eingestreut wirkt oder bloß flüchtig Erwähnung findet, Werktitel, Autorennamen zum Beispiel, macht nicht zuletzt den Reiz dieser wie jeder Korrespondenz aus. Wo Jünger in einem Halbsatz den Terminus Nachexpressionismus für seinen Übergang vom Expressionismus zum magischen Realismus ablehnt, von LSD-Erfahrungen mit Albert Hoffmann oder Lektürenbericht unter anderem Adorno, Karl Eugen Gass, Arno Schmidt, gibt Pla, der sich zuweilen für seine Haarspaltereien entschuldigt, dem universitären Alltag Raum. Der schwierige Gebrauch von Perfekt und Imperfekt im Französischen, André Gides berühmtes Tagebuch, in dem ein Grammatikfehler zu entdecken war, oder sein Mauretanier-Kollege. Pla erwähnt Léotot, Jourdan und Marcel Aimé als große Stilisten, streift die Rolle Parlants in Céline's Prozess gegen den Verleger Julien, den Diarismus Felix Hartlaubs oder eine gerade französische Literaturgeschichte, die Kafka ebenso viele Seiten, nämlich 4, einräume wie Jünger. Die Korrespondenz beendende Eklat ereignet sich am 8. Juni 1988 in Freiburg auf einer gemeinsamen Veranstaltung von Universität und Institut Français. Eingeladen sind Wolfgang Kämpfer, dessen Vortrag
Jüngers Revolte gegen die bürgerliche Welt rundweg als unreflektiert und ästhetisch misslungen verwirft. Man kann eigentlich keine guten Worte für Kämpfer finden. Das ist wirklich ein übler junger Hasser, der aber eigentlich wenig zu sagen hat. Und Henri Plard, der zum Thema Ästhetik der Gewalt, Gewalt der Ästhetik, zur Einschätzung von Ernst Jünger in Frankreich und Deutschland spricht und bekennt, Zitat, kein Jünger Jünger zu sein. Zitat, ich lehne Jünger praktisch total ab. Umso mehr erstaunte ich, schreibt jetzt Jünger, 88 an Armin Mohler, als ich via Radio erfuhr, dass ich den Franzosen meine Tätigkeit zwischen den beiden Weltkriegen, insbesondere meine Aufsätze in den kleinen nationalistischen Zeitschriften wie Arminius, Standarte, Widerstand verheimliche und dadurch nur mit meiner Gala-Seite bei ihnen auftrete. Warum sollte ich verheimlichen, worauf ich mir etwas zugute tue, nämlich dass ich nach 1918 ebenso wie junge Franzosen nach 1871 gegen den Versailler Vertrag revoltiert habe. Am 4.7.88 verfasst Henri Plard einen dreiseitigen Brief an den Verleger Klett, der ihm den Artikel aus der Badischen Zeitung zugesandt hatte. Da wird sozusagen über diesen Eklat in Freiburg berichtet. Als von Jünger und der französischen Kritik geschätzter Übersetzer Jüngers sei er ihm wohl eine Erklärung schuldig, wenn auch keine Entschuldigung. Er lehne, Zitat, ideologisch, aber wesentlich aus religiösen Gründen Jüngers Werk fast völlig ab und nennt als Gründe Jüngers Mutter-Erde-Mystik und die Metaphysik vom Wassermann-Zeitalter. Jünger sei während der Besatzung, Zitat, von den Kollaborateuren, Salonhelden, Marché Noir-Profiteuren und den Edelziegen der Pariser Haute-Collaboration, von diesen jenen nicht kollaborierenden Franzosen verhassten und hassenswerten Geschmeiß als feiner Pinkel angenommen, eingeladen, gefeiert wurden. Inwieweit er sich der Rolle bewusst war, die er als Verführer der französischen Intelligenz nach den Plänen der deutschen Besatzer zu spielen hatte und auch spielte, vermag er, klar, nicht zu sagen. Möglicherweise sah er ganz ahnungslos von Abetz, das ist ein Botschafter der Deutschen, und dessen dienstbaren Geistern missbraucht worden. Konkret hält Plan Jünger den Zeitschriftenartikel über Nationalismus und Judenfrage, den man antisemitisch nicht nennen kann, aber nicht muss, von 1930 vor, den Umstand, dass er sich von Arno Breker büstieren ließ und drittens die positive Einschätzung Pierre Lavals im Gespräch mit Julia Hervé. Lavals Vulgarität, schreibt Plan, habe sogar Pétain abgestoßen. Er habe als einer jener Schreibtischmörder, die bloß die Befehle zur Vernichtung von Tausenden erteilten, im Juli 1942 die jüdischen Kinder weit strenger behandelt, als es die Befehle seiner deutschen Auftraggeber forderten. In der Beurteilung des poetischen Werks Jüngers, das in Teilen alle Achtung verdiene, gehe Kämpfer allerdings zu weit. Plar nennt als positive Beispiele die Erzählungen Besuch auf Grubenholm, das abenteuerliche Herz in der zweiten Fassung, vor allem die Reisetagebücher. Lässt bereits der die Öffentlichkeit wie Jünger selbst überraschende Bruch zu allerlei Spekulationen ein, so erst recht der späte Zeitpunkt. Man muss da vielleicht sagen, ich habe, während ich das schrieb und recherchierte zu den Briefen, habe ich auch Kontakt zu den Kindern von Plar aufgenommen, die in Brüssel leben. Sie hat zwei Töchter. Die eine hat auch Germanistik studiert und hat sogar bei ihrem Vater zu einem Jünger-Thema auch eine Examensarbeit geschrieben. Und die beiden Töchter sind sehr einig darin, dass sie eben sagen, dass der Jünger, er hat sie wohl auch mal in Brüssel besucht, die Familie, dass der Jünger wohl ziemlich autoritär gewesen sei und dass er, dass sie nicht gewagt hätten, ihm zu widersprechen und dass der Vater auch nicht aufgehört hat,
für den Jünger zu arbeiten, hänge sozusagen auch mit seinem preußischen Charakter zusammen, zu einer Art Pflichterfüllung, die er eben hatte. Und wie gesagt, einige der Gründe, die Pla anführt, sind ihm, wie auch die Kontroversen des Briefwechsels zeigen, schon länger bekannt gewesen. Das muss man ja sagen. Nicht alles, alle lassen sich indes auf den Nenner des Antisemitismus bringen. Der Jünger als Vorwurf bei aller Ambivalenz so mancher seiner Texte und Sichtweisen ohnehin nicht trifft. Henri Pla war, das bezeugen seine Briefe, im Grunde ein unpolitischer Mensch im Dienste der Literatur, insbesondere der deutschen Gegenwartsliteratur, die er aufmerksam wahrnahm. Dem Deutschlandbild, das er seinen Studenten ab den Nachkriegsjahren nahebrachte, fehlt allerdings jeglicher Gedanke einer Kollektivschuld der Deutschen an den Verbrechen des Dritten Reichs. Dass sich 1988 ein praktizierender Protestant und Bibelleser, den die jüdische Gemeinde von Tours ein Jahr später als Wüste de Nation, das ist ein besonderer Ehrentitel, den die Juden an Nichtjuden vergeben, da muss man schon einiges für geleistet haben, ist eine mögliche Erklärung. Paradoxerweise erlischt in Freiburg die Sympathie für das Werk nicht, für das er sich über viele Jahre engagiert hatte. Im Gegenteil, Henri Pla schreibt weiter zu Jünger, unpolemisch, mit großer Kenntnis und trägt auch, wie Tobias Wimborn berichtet, das ist derjenige, der die Namensregister für die umfangreichen Tagebücher von Jünger erstellt hat und die sozusagen alle zwei, drei Jahre immer aktualisiert. So, es gibt im Moment, glaube ich, bei diesen Registern schon also eine vierte oder fünfte Auflage. Ist von allen jungen Forschern unglaublich beliebt, weil man anders nicht durch die Tagebücher kommt. Also, er schreibt weiter zu Jünger, unpolemisch mit großer Kenntnis, und trägt auch, wie Tobias Wimborn berichtet, mit seinen Hinweisen zum Erstellen des Personenregisters der jüngerschen Tagebücher bei. Der Pla hat dann noch sich dazu ausgelassen zu dieser Funktion dieser Auszeichen durch die Juden. Er schreibt also, dass meine christliche Bruderschaft mit den jüdischen Brüdern habe ich immer verfolgt. Die war allerdings nicht patriotisch gemeint, sondern sie war immer religiös gemeint. Und ich habe aber auch nie, sagt er, einen Hass auf die Deutschen gehabt. Ich habe auch auf der anderen Seite, aber auch mit der Resistance in Frankreich, nichts zu tun gehabt. Ich habe zwar Kommilitonen versteckt und geschützt und so weiter, aber selber damit nichts zu tun gehabt. Aber für diese Aktion und auch schließlich auch dafür, dass er mit dem gelben Stern durch das Quartier Latin gelaufen ist, ist er zu einem Juste de Nation damit ausgezeichnet worden, dass im Jüdischen irgendwas etwas wie Tzadik Raguim oder so ähnlich heißt, ich kann nicht Hebräisch. So, meine Damen und Herren, ihr hört erstmal meinen Vortrag auf. Ich könnte jetzt, ich muss dazu sagen, dass ich heute Morgen erst so gegen 8:30, 9 die letzte Mail von unserem verehrten Herrn Flug bekommen habe, in der ganz nebenbei dann offensichtlich fragt, ob ich auch Technik brauche. Und, das hat ja wunderbar geklappt. Nein, ich meine damit, nur hätte ich es etwas eher gewusst, hätte ich mich, so habe ich dann mich an den Rechner gesetzt, noch ein paar Fotos zusammengesucht und sozusagen in so eine eben ganz schnelle PowerPoint. Wir können das nochmal probieren. Na, das machen wir auch. Ja, na, klar. Jetzt gleich. Na klar, machen wir das. Moment mal. Ja. Vielleicht können wir auch mal eine ganz kurze Pause machen, ja, dass die Leute mal kurz was trinken oder so, ja, und dann machen wir die Präsentation. Ja, kurz im Anschluss. Nicht verstanden. Ja, also ich bin positiv. Ich sage ein politischer Verstand, 49%. Okay. Aber als Sardinienfahrer habe ich zum Beispiel mit großem Genuss die Erzählungen Ernst Jünger der Sarazenenturm genossen. Klar,
Also seine literarische Qualität will ich in keiner Weise anzweifeln. Aber was ich so an Brocken gehört habe, wenn ich das als Frage mal formuliere, also Mutter Erde, das klingt so ein bisschen nach Blut und Boden der Nazis. Ja. Das klingt aber auch so ein bisschen wie Mütterchen Erde und Väterchen Post der Russen. Und das sehe ich in einem gewissen, Inkongruenz oder sogar Idiosynkrasie zum jüdischen Denken. Wobei ich mich auch wieder frage, warum die Israelis nun an diesem trockenen Fleckchen Erde zwischen Tote Meer und Jordan so, sich so festkrallen. Das klingt ja auch fast wie Mutter Erde, obwohl der Vorwurf, dass die jüdische Tradition mehr im Intellektuellen, im Abstrakten beheimatet ist. Während also ist ja nicht die, so die Einigungsbemühungen der Franzosen, Stichwort, oder der Nazis, also ein, kann man ja eigentlich vergleichen, der intellektuelle und auch humanitäre Barbarismus der Nazis, der ist leider nicht zu. Also insofern frage ich mich, ob Jünger sich selber missbraucht hat oder ob er missbraucht worden ist und so weiter. Aber die Affinität zwischen französischen Tendenzen einer Neuordnung Europas und der Welt, auch gegen den amerikanischen, nenne ich jetzt mal Materialismus, Plutokratie, also, da sehe ich schon eine gewisse Affinität. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nur so ein bisschen rumstochern, weil ich das meiste wohl gar nicht. Hätten Sie was gesagt, hätte ich gebrüllt. aber Sie merken, dass da so ein paar Fragen bei mir sind. Ja, ja. Ja, vielleicht können Sie mir da auf die Sprünge helfen. Ich weiß nicht. Aber ich habe, wie gesagt, die Stahlgebiete nur mal. Ich kenne Jüngers Werk nicht so profund. Vielleicht sollte ich gar nichts gesagt haben. Ja, ich war ein Stahlgebieter. Ich habe es in 10 Jahren gelesen. Da habe ich 10 Jahre. Da habe ich Stahlgebieter gelesen. Also, man muss ja zu Stahlgebietern auch sagen, dass die Form dieses Buchs ist erst später gefunden worden. Also die Aufzeichnungen dazu in der Klatte, die sind ganz anders. Und da ist auch in den Aufzeichnungen ist auch von Scheißkrieg die Rede, von diesen ganzen Geschichten. Also ja, durchaus so. Das kommt in Stahlgewitter nicht vor. Nein, das. Da ist ja eine gewisse Pathetisierung des Krieges schon drin. Also was ja noch in den verschiedenen Fassungen. Zur Mutter Erde. Ich glaube, das hat er ja hier ein bisschen gesagt. Das hat mit den Nazis, glaube ich, wenig zu tun, weil er, glaube ich, mit den Nazis nicht wollte. Das wird vor allem nicht fein genug. Die waren ihm wahrscheinlich nicht fein genug. Ja, also, da gibt es so ein paar Denker, die das auch so gesehen haben, dass der Junge sagt, das sind so Plebejer. Ja, genau. Das sind so, aber er war Wehrmachtsoffizier in Paris. Also er war, ja, aber das war. Er war Wehrmachtsoffizier in Paris, ja. Hat dort sozusagen allerdings ganz merkwürdige Aufgaben gehabt. Er hat zum Beispiel die Post kontrolliert, der Söldner. Er hat aber auch gleichzeitig geheime Berichte über den Zustand der Partei in Paris geschrieben. Er ist nach Russland gefahren und hat dort sozusagen die Front besucht. Da gibt es ein Buch, das heißt die kaukasischen Aufzeichnungen. Und. Und er stand im Zusammenhang mit den Leuten vom 20. Juli. Er hat großes Glück gehabt. In Berlin war der Prozess gegen ihn bereits vorbereitet. Der Buhler hatte das bereits gemacht und der Hitler, dem der Jünger irgendwann mal die Marmorklippen geschenkt hatte, postalisch, hat das dann niedergeschlagen. Ist ja so ein bisschen doch auch ein bisschen diabolisch. Also vergleichbar jetzt mal mit Klaus Mann, der hier so unendlich an Gustav Gründgens gelitten hat, weil er sich hochbegabt, hochintellektuell doch hat vereinnahmen lassen. Und diese feine, intellektuelle, blasierte Oberschicht, die dem Nazi-Barbarismus, also den roten Teppich fast aufgerollt hat, das juckt mich derartig was gegen den Strich. Das muss ich jetzt nicht sagen. Recht, das war so. Da waren keine Leute in Paris gebildet. Ja. Thomas Mann nannte Gustav Gründgens, als er seine Tochter Erika heiratete, ein Glühbirnchen bei der Hochzeitsrede. Er konnte fluoreszieren, besonders nachts oder auf der Bühne, aber im Grunde war er ein Charakter nur. Der Thomas Mann.
sagte, also hat Thomas Mann hat das nicht so streng formuliert. Aber der Klaus Mann hatte dann das Buch Mephisto geschrieben über Gustav Gründgens, wo er das ja dann so deutlich ausdrückt. Und ein bisschen ist es ernst überaus ein bisschen. Man muss da zwei Dinge zu sagen. Erstens mal ist das Mephisto-Buch ein wirklich unsäglich schlechtes Buch. Ja. Es ist ein unglaublich, es ist literarisch und auch vom Inhalt her ein sehr schlechtes Buch. Und da ist sozusagen der Film, was ganz selten ist, ist viel besser. Der Mephisto-Film ist gut, aber das Buch ist schlecht, das ist das eine. Das andere ist, und das wird im Film eigentlich auch ganz deutlich, der Gründgens war vielleicht eine Spielernatur. Der musste spielen unter jeder Bedingung. Und er hat immerhin sich für eine ganze Reihe von jüdischen Schauspielern eingesetzt und hat die auch geschützt. Und ich war vor kurzem, im letzten Jahr, haben wir mal in Berlin versucht, die alte Villa ausfindig zu machen, in der der Gründgens gelebt hat. Das ist heute eine Ruine, ist völlig zugewachsen. Und dort, das ist ein so großes Ding, da haben auch jüdische Schauspieler gelebt, unerkannt. Und solche Geschichten sind da eben auch passiert. Und deswegen weigere ich mich immer ein bisschen bei den Gründgens, das so eindeutig zu sagen, der hat sozusagen die Kulturpolitik der Nazis gestärkt oder irgendwas. Nein, kann man nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich meine, Klaus Mann, das war natürlich meine Eifersucht. Aber es gibt ja andere Dynastien, zum Beispiel die Furtwängler-Dynastie. Mhm. Heute gibt es ja noch die Maria Furtwängler, die ich sehr schätze. Und der Komponist, Wilhelm Furtwängler, war ja ein toller Komponist. Und den möchte ich auch nicht in eine Stufe jetzt stellen mit Gründgens. Also aber es gab doch ein hochqualifizierte geistige, auch fast spirituelle Schicht, die nicht fein genug unterschieden hat und die sich unter der Ausrede, wir tun hier, was wir können, um das Schlimmste zu verhindern, sich auch nach außen hin. Ja, aber Wolfgang, das geht nicht anders. Denk an die Schindlersche Liste. Dann soll ich nicht hoch. Naja, das war eine Lodri. Da war auch Furtwängler war in der gleichen Lage der Gründen. Auf Furtwängler hat sie mal eingesetzt. Ein Lodri mit Herz ist besser als umgekehrt. Das ja, ich meine, das ist. Die haben wenigstens schon draus gemacht. Ja. Ich glaube einfach, es ist heute nicht zu entscheiden, wo die Vor- und die Nachteile, die Verdienste und die Lässlichkeiten dieser Leute gelegen hat. Ich meine, der Furtwängler auch, kann man auch sagen, hat irgendwann mal die Nazis rausgefordert und ist damit irgendwie ein bisschen baden gegangen. Oder so. Die Verflechtung zwischen Intelligenz und Mitmachen und auch, wie soll ich sagen, Hoffnung und Begeisterung wecken. Nach der tiefen Depression, die ja Amerika noch in den 30er Jahren verfolgt hat, die haben sich eben wie die Russen an unserem blöden Krieg aus dem Sumpf gezogen, sowohl die Amerikaner wie auch die Russen. Ja. Klaus von Dohnanyi, dessen Vater Hans war ein Jurist und wurde von dem Nazi-Richter Freisler in den 30er Jahren noch als Reichsgerichtskommissar auf eine höhere berufliche Stufe gehoben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Nee. Derselbe Freisler, der Hans von Dohnanyi, der ja zur Widerstandsgruppe gehörte und Schwager war von Dietrich Bonhoeffer, wurde von demselben Freisler 1944 hingerichtet. Also da sehen Sie mal, wie eng, also ich sage jetzt mal das ist ein blöder Spruch, die Linie zwischen Beifall und Fallbeil ist jetzt ein Wortspiel. Ja, das die ist richtig. War so dünn. Ja, klar. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, klar. Sicher. Sicher. Also, da muss jeder gucken, wie er mit sich. Und da habe ich auch sogar ein bisschen Verständnis für unseren guten alten Sondertrainer. Martin Walser, nicht mit seiner Auschwitz-Rede. Da hat ihn sogar der Michel Friedmann umarmt.
und alle standen auf und geklatscht, weil alle blieb sitzen. Ignaz Bubis. Natürlich, doch, natürlich. Das war doch so bezeichnend. Ich war ja in Zürcher dabei so recht. Ja, klar. Und der Ignaz Bubis hat nun dem Walser sogar noch eine Brücke gebaut, wie zwei fechtende Offiziere, hat er gesagt. Und der Martin Walser hat hinterher als alter Mann, ich habe so eine Dokumentation von ihm gelesen, er ist zu seinem 90. Ich weiß nicht, wie alt er geworden ist. 90? Ja, 90 geworden, ja. Hat er gesagt, im Grunde hat der Ignaz Bubis mir eine Brücke bauen wollen, aber ich wollte nicht drüber gehen. Und das mache ich mir heute zum Vorwurf. Hat Martin Walser Reichernitzky so beleidigt? Ne? Naja. Das ist Reichernitzky so beleidigt. Der Martin Walser. Ja, der Reichernitzky hat aber auch nicht in der Berge gehalten. Das ist ja. Also. Ja, nee, Entschuldigung, ich habe jetzt zu viele Fässer aufgemacht. Nein, ist gut. Jetzt ich zeige noch mal ein paar Fotos, dann können wir weiterreden. So. Dann sehen wir, was hier. Einfach in der Mitte klicken. Okay. Also das ist sozusagen Henri Blanc nach dem Krieg, 50er Jahre oder sowas. Aha. Also ein Franzose aus Dijon. Ah, das ist er nochmal, das ist etwas älter, ich glaube, das ist eine seiner Tochter, irgendwo in Brüssel. Okay, das war alles soweit. Unten links kann man zurückgehen. Jetzt sind wir nicht ganz durcheinander. Okay, jetzt machen wir es nochmal. Okay, ich sehe schon. Ich greife mal an. Elende Technik. Elende Technik. Hier kein Problem. Das habe ich. Ist ja nichts passiert. Nein, nein. Okay. Und wenn Sie zurückgehen müssen, dann geht hier unten. Gehen Sie frei. Geht so frei. Lass mal da runterziehen. Ansonsten. Okay, gut. Ich bleibe da einmal. Okay. Danke. Der ist eigentlich nicht mein Typ für den Dafflerarsch. Nee, nee. Ich weiß nicht. Nee, Gott, der hat mehr Haare als ich, aber das ist auch alles. Nein. Nee, so irgendwie auch jünger und mehr so äußerlich. Bist du wieder so? Vom, ja, wie ist das? Nicht schneiden, sondern nicht. Ich glaube, das ging mit dem Freundkasten leichter als mit dem. Das ist so als alter Mann. Als alter Mann. Das sieht doch fast aus wie ein ganz Pustex. Entschuldigung. Du kannst das passieren. Wenn er nur noch einmal tippt. Hier kriegt er, ich glaube, das ist bei der Verleihung dieses Preises Juste de la Sion. So, das ist ein ganz normaler Professor. Was ist das? Na, ganz normaler Professor halt, unauffällig. Das ist seine Lesekarte in der Bibliothek Nationale. Ich glaube, ja, Bibliothek Nationale, die es heute nicht in der Form mehr gibt in Paris. Auch die tolle Sache. Das ist ja, da will ich eigentlich was. Aber die erste Karte. Die erste Karte. Das ist es nochmal, die Verleihung. Eigentlich egal, wo sie mit dem Cursor hin. Ja, ich glaube. Das sind alle nett. Okay. Wenn er nicht mit der Space-Taste gezeigt hat. Ja. Das ist. Liebe Herr Orch. Das ist eine Widmung von Jünger an ihn in einem Text, der heißt Die gefährliche Begegnung. Das ist ein, ich halte ihn nicht für bedeutend, das ist ein Kriminalroman, der in Frankreich spielt, rund um die Madeleine. Das ist so tough, guckt.
Das ist eine Veröffentlichung in Brüssel, wo sozusagen die Freunde der Juden nochmal gewürdigt werden. Und da ist der Cédric Krüger, der ihm, glaube ich, den Preis verliehen hat. Und da in diesem Buch kommt auch der Plan vor. Egal wo. Ja, ich versuch's, aber geht nichts mehr. Egal, tut sich nichts. Komisch. Das ist die böse Technik. Ja. Das ist das Ende der Präsentation gewesen. Ja, ja. Fahren wir wieder von vorne. Wir können jetzt mal ganz kurz von vorne durchgehen. Da ist er wieder. Ja. Okay. Das ist nochmal die Verleihung. Okay. Mal zurück. Das ist okay. Ja, ist gut. Das ist noch auch ein kleiner Widmung an Plan. Das ist 86, also 2 Jahre vor dem Bruch. Mhm. Das ist auf dem Vorblatt der Entretiens. Und die Entretiens hat er schon mit Julien Avier gemacht, der dann später eben sich so in Frankreich einsetzt für ihn. Mhm. Gut. Okay, das hatten wir schon gesehen. Das ist nochmal, das ist eine Ausgabe, es hat in Frankreich wirklich eine Zeitschriftenreihe gegeben, die hieß Cahier Ernst Jünger, also Ernst Jünger Hefter in der Table Ronde. Das war ein Spezialheft, wo sozusagen unglaublich viel gesammelt wurde für ihn und was ein bisschen für die Reputation Jüngers in Frankreich spielt. Das ist, und Jünger, man muss gleich dazu sagen. Cahier Hefter. Ja, eben. Ja, der Jünger ist in Frankreich viel früher als in Deutschland. Da ist alles im Taschenbuch gewesen. Ja. Alles im Taschenbuch gewesen. Da haben die Deutschen nur davon träumen können. Das ist heute immer noch nicht so. Ist sehr, sehr populär gewesen. Der Jünger berichtet auch in den späten Tagebüchern, dass er bei Metro Leute getroffen habe, die seine Texte in der Hand hatten, also Geschichten. Also, ob das dann alles so stimmt, ist eine andere Geschichte. Aber ihm lag wirklich dran, in Frankreich akzeptiert zu sein. Wie gut war denn sein Französisch? Sehr gut, glaube ich. Sehr gut. Also das ist gar keine Frage. Er hat sozusagen in der Weimarer Republik ist er schon nach Frankreich gefahren und hat sozusagen als Wehrmachtsoffizier 39 wiederkam, hat er alte Bekannte aufgesucht. Literaten, Künstler, was weiß ich was. Dann hätte er doch seine Bücher eigentlich auch selbst umsetzen können. Ja, das stimmt aber, was er sagt. Nein. Die hätte ein bisschen anders aussehen. Das ist das Geheimnis des Übersetzens. Man übersetzt eben. Übertragen. Nie aus der eigenen Sprache raus, sondern immer in die eigene hinein. Ja. Und das funktioniert nicht. Also, ich meine, das. Naja, gut, es gibt Ausnahmen. Beckett zum Beispiel. Ja. Gut, okay. Ich selbst auch. Gut, Beckett, das stimmt. Ja, klar. Wobei ich das nie geprüft habe, wie das wirklich ist bei ihm. Aber ja, es war lesbar. Ich meine, ach so, in Französisch meinen Sie. Ja, keine Ahnung. Ja. Darf ich noch mal eine Frage stellen? Bitte schön. Zur weltanschaulichen Diskussion. Im Sinne auch der Philosophie. Also jetzt, Sie haben ja auch mal kurz Nietzsche erwähnt. Ja. Sie haben auch mal kurz, also es gibt ja ein Buch, ich habe den Autor jetzt nicht parat, Homo Deus. Er sagt, nach dem Homo Sapiens kommt der Homo Deus. Mhm. Der Mensch, der sein eigener Gott ist. Mhm. Aber das ist mir jetzt materialistisch. Sie können so viel medizinisch, weltraumtechnisch, atomphysikalisch, quantenphysikalisch. Wir sind in der Lage, uns selber und den Globus zu manipulieren, wenn nicht sogar zu vernichten. Und das nennt er, die Götter sind ratlos, der Mensch hat sich emanzipiert, weit über das hinaus. Also das Buch heißt Homo Deus, kommt nach dem Homo Sapiens. Was aber Nietzsche gemeint hat, in Zarathustra gibt es ja die drei Entwicklungsstufen. Zuerst wird der Mensch zum Kamel, er lässt sich von weltanschaulichen
Vorschriften geboten, lässt er sich vollpacken. Er hat dieses Schuldgefühl, diese Erbsünde, lässt sich bevormunden und er folgt den Geboten, den Vorschriften. Die Juden, die mussten wie Christus sein. Und dann kommt nach Nietzsche, nach dem Kamel kommt das der Löwe, wo der Mensch sich befreit, seine Vitalität auslebt und sich selber verwirklicht. Und die dritte Stufe ist das Kind. Und das ist der neue Mensch, der Übermensch nach Nietzsche, der sich jetzt nicht wie Homo Deus, technisch virtuelle Realität und so weiter, sondern der sich spirituell versucht, die Festplatte zu löschen und die Welt neu zu erleben. Und das, die Nazis waren ja auch irgendwo Mystiker, einige von ihnen. Aber wird dann immer wieder sagen, ich bin da rum, dieser, wie heißt das, der SS-Hausenhof-Mystiker. Also, die haben ja auch an einem neuen Menschen gearbeitet. Aber Nietzsche hatte da doch sehr, als doppelter Pfarrersohn, kam er dann im Alter doch wieder zurück, nicht zu dem Kreationismus biblischer Art, sondern zu einer Art, wo kann der Mensch sich spirituell weiterentwickeln und dann auch euch, also fernöstlich so ein bisschen. Und da sehe ich zwischen Nietzsche und Jünger doch eine Diskrepanz, oder? Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass man müsste darüber reden, wie intensiv der Jünger überhaupt Philosophie zur Kenntnis genommen hat. Ja, das ist. Und da glaube ich, das ist nicht sehr systematisch gewesen. Und das ist auch, ich weiß nicht, wie profund das gewesen ist, das weiß ich auch nicht. Er redet zwar von Hegel, er redet auch von Marx, er redet auch von Nietzsche, aber man hat immer den Eindruck, das sind so Bruchstücke, die ihm sozusagen ein bisschen in seinen Kram gepasst haben und die nutzt er dann und wendet sie an. Also das ist dieses Gott ist tot, dagegen wendet er sich ja sozusagen, weil er sagt, der hat sich nur zurückgezogen und da passiert nochmal irgendwas. So furchtbar viele Hinweise auf Nietzsche habe ich nicht gefunden bei ihm. Ja, sondern also in den Tagebüchern so ohnehin, da ist ja kein Aktionismus mehr, sondern das ist ja dann eher Kontemplation, wenn man so will. Und in den aktionistischen Büchern, Stahlgewitter, Kampf und inneres Erlebnis und so weiter, das ist ein Lob des Tuns, der Handlung, aber weniger eigentlich der Reflexion. Aber so ein bisschen christlich klang da auch an, oder ist er völlig nihilistisch, materialistisch? Ja. Ich glaube, er ist nihilistisch, er ist nicht materialistisch, sondern er baut ja diese Erdemystik. Er redet ja auch von den Göttern. Aber das hat alles nichts mit den Göttern Hölderlins zu tun oder sowas, sondern die Götter die haben sich jetzt irgendwie zurückgezogen, aber die kommen wieder. Und deswegen begrüßt er im Grunde alles. Er redet ja auch von Titanen. Und die Titanen müssen die Erde erstmal vernichten, bis was Neues entsteht. Ja, diese Geschichten. Das ist schwer zu glauben. Ja. Das ist. Naja, es gibt ja, also wir haben jetzt dieses immer zerrütteter werdende Europa und es gibt ja Volksgeister, wie soll ich es nennen, einen französischen und einen deutschen, ich will jetzt nicht zurückgehen, auf Wotan und ja, der Mann, aber es gibt doch so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Volksseele wäre vielleicht besser. Eine italienische Volksseele, eine griechische, eine französische. Und die melden sich jetzt alle zu Wort, weil sie nicht so platt gemacht werden wollen durch eine Brüsseler Bürokratie. Das steckt ja auch. Und es gab auch eine Deutsch-Volksgeist-Volksseele, wie sie es nennen wollen, wo die Jünger und auch Stefan George, solche Leute, haben danach gesucht. Aber was haben sie denn wirklich gefunden? Naja, bei dem Georg ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig. Der hat Eliten gesucht. Die Massen interessierten den nicht. Sondern seine kleine Gruppe. Seine Gruppe, das waren Auserwählte und die waren Gleichgesinnte.
Und es gibt ja auch diesen geschlossenen Kreis, ja. Geschlossenen Kreis, es gibt ja auch von dem Stauffenberg dieses letzte Wort, wo man sagt, man denkt ins geheime Deutschland, das ist ja, bezieht sich ja auf den George. Ja. Und all diese Geschichten, also das hat mit, nee, das würde ich sagen, das war eine ausgewählte, ausgesuchte Geschichte. Und bei dem Jünger ist das, in den Tagebüchern klingt das so an. Da klingt es schon mal so an, wo sich sozusagen um die Menschen kümmert, so ein bisschen. Also besonders als er in Paris ist, also da, als auch da Bombenangriffe kommen und solche Geschichten. Ich sag, dass die Ausmordungen schwer und schlecht sind und, oder schwer zu ertragen sind. Und er darf, kämpft da sozusagen mit dem Christentum. Er sagt, also ich muss mir sozusagen den Glauben erst, ich muss mir das erst beweisen, bevor ich wirklich glauben kann, solche Geschichten. Es kommt dann nie dazu. Aber, und davon geht dann nach dem Krieg sehr schnell wieder runter. Also das, er liest ja auch zweimal, während er in Paris ist, die Bibel. Intensiv. Ganz intensiv und kommentiert das auch ein bisschen. Aber das hat eher, da liest er eher wo die Schriftstellerkollegen als ja. Ja, ich glaube, dann sind wir weitgehend durch, oder? Und dann würde ich jetzt sagen, hebe ich auf und vielleicht noch ein Gläschen Wein für alle, dass wir uns hier so einen kleinen Kreis noch ein bisschen zusammensetzen, wenn noch die Zeit ist.